Hauptquartier. Servus Leute, Obi am Start mit einem neuen kommentierten Video hier auf meinem Kanal. Diesmal ist es ein Hauptquartier auf Jungle. Mein Perf müsste sein Flinker Pro Hacker Pro Gastro wie immer. Farmers mit Doppelmagazin und habe die Sempfels, Blendgranaten und Bewegungsmelder dabei. Das war eigentlich schon zum Thema Gameplay, weil ich hatte, vor einer Weile hatte ich mir überlegt, zu dem Thema, was Killer Chris gemacht hat, vielleicht eine Videoantwort zu stellen. Das liest ihr vielleicht auch schon im Videonamen, sagen wir jetzt, im Kommentarnamen. So, jetzt habe ich es. Killer Chris hatte mal gesagt gehabt, dass die großen Kommentatoren zu faul sind oder so was, eine Art, einen Daumen hoch zu geben, wenn man irgendwie gute Arbeit leistet, auch wenn man klein ist. Und ich muss sagen, ich finde irgendwo, er hat recht. Ich habe mir lange dazu Gedanken gemacht, habe überlegt, okay, machst du ein Video dazu, machst du das nicht. Ich habe mir jetzt doch entschlossen, okay, ich mache jetzt eins dazu, weil ich habe mir jetzt, wie gesagt, lange Gedanken zugemacht, was ich mal dazu sagen könnte und all sowas. Und ich denke mal, das Gameplay, was ich hier habe, das wird lang genug sein, mit 13 Minuten circa, das wird reichen. So, wie ihr vielleicht seht, habe ich auch jetzt endlich ein Intro. Ich danke dafür Kartheizer, beziehungsweise Eigan Poison, wie er jetzt heißt. Der hat mir das Intro mal schnell wirklich erstellt. So, also ich muss dazu sagen, mit der ganzen Idee mit den Schützlingen, muss ich ja sagen, ich finde die Idee, die Killer Chris hatte, finde ich echt gut. Ich meine, von den Schützlingen haben die kleinen Leute mehr, als wenn sie irgendwie so was machen wie meine Karriere bei YouTube wie Commander Krieger. Also ich will jetzt nicht sagen, okay, die Idee ist scheiße oder sowas. Ich finde die Idee an sich ja nicht schlecht. Bloß ich finde die Machweise, wie er es vorhat, finde ich ein bisschen doof. Ich würde es vielleicht persönlich besser finden, wenn er eine Liste draus machen würde, wo dann zum Beispiel sagt, okay, Editor, dann kommen die ganzen Namen von YouTube, wie sie dort heißen, oder beziehungsweise Links vielleicht. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber ich denke mal, das würde den Kleinen mehr helfen, als wenn er das so machen würde, wie er es jetzt halbwegs vorhat. An sich ist es ja nicht verkehrt, aber ich meine, ich habe jetzt so vor knapp einem Monat angefangen, habe jetzt erst ein Intro, weil ich ewig damit rumrenne, frage, machst du ein Intro, dann hast du ihn gefunden, der vielleicht machen würde, dann siehst du dann bloß, ja, okay, du brauchst 300 Abonnenten oder sowas. Und ich muss sagen, da finde ich als Anfänger, finde ich es richtig schwer, da jemanden zu finden, der überhaupt jemanden ein Intro macht. Und aus diesem Grund sage ich mal jetzt, würde ich es besser finden, wenn Commander Krieger halt so eine Art Liste machen würde. Wie gesagt, mit Editorname, dann Intro-Erstellername, dann Avatar-Ersteller und halt Kanaldesign. Das würde ich persönlich besser finden. Ich muss auch sagen, mit dem Schützling zum Beispiel, ich habe zu spät reagiert. Ich sage im Nachhinein, dass ich jetzt ein bisschen dumm war, da die Zeit ja von Killer Chris ja schon abgelaufen ist. Ich hätte es mal auch machen sollen, mich dort bewerben. Aber gut, es war eine Dummheit, ich habe es verpennt. Ja, lässt sich halt nicht ändern. Außerdem muss ich dazu sagen, ich fand das Thema für MW3 fand ich doch ein bisschen kompliziert. Da ja darüber eigentlich fast nur Spekulationen anstellen sind. Obwohl schon einiges bekannt ist, aber trotzdem. Ich fand es nicht so blinkend. Naja, ist ja egal. Und ja, ich würde auch sagen, dass zum Beispiel Commander Krieger einen neuen Kanal gründen sollte, so eine Art German Taters, nur halt für kleine. Wo dann halt die ganzen großen Kommentatoren, wie sie nun heißen, Tio, Commander Krieger, ich sag auch mal schon, Killer Chris würde ich dazu zählen. Also sagen wir alles was ab. So 5000, 6000 aufwärts ist auch Killer Chris, sehe ich dazu, auch wenn er weniger als 5000 hat, das ist mir egal. Zähle ich trotzdem dazu, dass die da keine Videos hochladen, sondern nur die kleinen. So alles, was unter 1000 ist, bis 1500, sage ich mal jetzt, um eine Zahl zu sagen. Wo dann die ganzen Abonnenten sind von Commander Kia, Max FPS, Tio und wie sie alle heißen. Oder wo, wie gesagt, wo die ganzen Abonnenten sind, was ich persönlich besser finden würde. Wenn man sagen kann, so eine Art so Schaufenster, wo man sich jetzt dann vorstellen kann, ja, hallo, hier bin ich, ich mache jetzt Commentaries, ich suche noch Info, bla, und hast du nicht gesehen, schaut da mal vorbei, so halt so eine Art Vorstellung. Das würde ich persönlich gut finden. Und ja, das ist so meine Meinung dazu. Was ich aber auch noch finde, ist,
zum Thema halt die großen Kommentatoren, da sehr finde ich auch, dass Chris recht hatte, dass sie wie gesagt kaum helfen. Mit den ganzen Daumen hoch und Daumen runter und Tipps geben, Tipps hier, Tipps da. Ich meine, okay, die haben alle schon mal durchgeplappert oder sowas. Dann, aber wenn man ein Video schreibt, hier, gib mir mal einen Tipp oder sowas, dann sollen sie doch die Video, was sie dazu gemacht haben, wenigstens als Links wegschicken oder wenigstens irgendwie eine Antwort, dass man denken könnte, okay, man ist denen vielleicht man hat, dass sie Interesse an einen haben. So, jetzt haben wir es. Das ist so ein Thema, das ist, weiß nicht, das kotzt mich irgendwo ein bisschen an, weil ich bin dann, habe ja wie gesagt angefangen jetzt so neu. Ich habe auch Killer Chris mein erstes Video geschickt, hat er sich angeguckt, er fand es nicht so schlecht, er hat mich daraufhin noch abonniert, wo ich sehr dankbar darüber bin. Und ich muss sagen, ich habe mehrere große angeschrieben. Mir hat kein Schwein geantwortet, nicht mal eine Antwort oder sowas. Ich fand das schon ein bisschen kacke irgendwie. Weil man macht es ja, man fragt es ja, um die Hilfe zu haben vielleicht. Ich meine, klar, sie haben auch viele Abonnenten. Aber deswegen kann man doch wohl mal so 1-2 Minuten für so eine Nachricht da haben zum Antworten. Und wenn man halt, wie gesagt, bloß den Verweis drauf auf den Link, bla bla, und hast du nicht gesehen. Ich würde es gut finden. Dazu finde ich halt noch, dass ich das Gefühl habe, dass es mit den Kommentatoren, den Großen, ist wie mit den Reichen. Die großen Kommentatoren kriegen immer mehr Kommentare und die kleinen, und so wie die Reichen, die werden immer reicher. Und die Kleinen, sonst können sie wie so ein Arsch an der Wand laufen. Das finde ich irgendwo ein bisschen blöd. Guck mal, ist ja genauso. Die Reichen werden immer reicher und die Ärmer immer ärmer. Sagt man ja nicht umsonst. Ich meine, klar, ist ein krasser Vergleich vielleicht. Aber das ist meine ehrliche Meinung. Weil, wie gesagt, ich habe es als Kleiner relativ schwer. Hätte ich nicht zum Beispiel den Fusion Gamers gehabt, also den Zerdanium besonders zu sein, der mir mein Kanaldesign gemacht hat und mein Avatar, ich hätte eigentlich vom Prinzip jetzt gar nichts. Und das ist das, was ich ein bisschen blöd finde irgendwie. Aber naja. Ja, was kann ich jetzt noch sagen zu dem Thema? Wie sagen wir denn, ich fand das allgemein von den Schützlingen her, finde ich das ja eine gute Idee. Aber guck mal, wem hat dann zum Beispiel jetzt Commander hier als Schützling? Zulusion und Dirty Ose, die eigentlich auch schon mittlerweile relativ bekannt sind. Ich würde das vielleicht auch besser finden, wenn sie es machen würden, nicht Schützling, sondern Partner oder sowas. Und sich dann Schützlinge raussuchen, um mal mit Satz zu sagen, so unter 500 Abonnenten vielleicht, die dann groß rausbringen oder sowas. Das ist schon, finde ich, würde ich besser finden alles. Ich würde es auch gut finden, wenn dann jeder, der, sage ich mal jetzt, um eine Zahl zu sagen, 2000, 3000 Abonnenten hat, dass jeder von denen automatisch sich einen Schützling sucht. Weil man will auch den Kleineren helfen. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich finde es einfach mal so rum viel besser. Ja, wie ihr seht, das ist es auch ein relativ... Ja, wie ihr seht, habe ich mich schon wieder gerade verhaspelt. Ich lasse es auch drin. Ist mir jetzt auch egal. Ja, es ist für mich ein Thema, was ziemlich krass ist. Deswegen habe ich auch als Titel genommen, Videoantwort, Fragezeichen, Killer Chris. Ich weiß ja nicht, was die anderen dazu sagen. Ich werde es dann noch in meinen ganzen Kommentare und positiven Bewertungen und sowas dann sehen. Aber ich sag mal halt, kann ich mich bloß wiederholen. Ich würde es einfach besser finden, wenn sie sagen würden, du, pass auf, bewirb dich als Schützling, Commander Kia, mach das und das. Und dann ist gut, so wie Klackes es halt gemacht hat, dass er halt die kleineren Kommentatoren sich sucht. Dass er auch bloß vielleicht als Schützlinge mitmachen könnten, Leute, die unter 500 Abonnenten haben und sowas. Wie gesagt, ich kann es auch nochmal sagen, das mit den Ideen, was er mit der Karriere auf YouTube, ich meine, ich finde es ja als Idee, was er hat, gut. Ich finde auch die Umsetzung an sich nicht schlecht. Ich habe mir das Pilotenprojekt da angeguckt. Aber ich fand so an sich die Idee, ich hätte da ein bisschen was anzumerken. Ich würde besser finden, wenn er eine Liste machen würde, wo dann drinnen steht, du suchst einen Kommentar, du suchst einen Editor, klickst einfach auf die Liste, Editor, aha, da ist einer, den suche ich mir, der macht für Leute unter 100 Abonnenten was, den nehme ich einfach mal. Damit ist den Leuten geholfen, genauso wie uns kleinen Kommentatoren, die sowas suchen, auch. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Ja, zum Thema jetzt nochmal zurückgekommen, bei den Schützlingen. Ja, wie gesagt, ich könnte mich im Nachhinein immer noch in den Arsch beißen, dass ich für Killer Chris da kein Video gemacht hatte.
Aber, naja, okay, es lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern, weil die Zeit ja schon abgelaufen ist. Ja, jetzt kann ich ja, vom Prinzip haben wir das Thema jetzt abgehakt, jetzt kann ich ja nochmal kurz aufs Gameplay eingehen. Wie gesagt, es ist ein Hauptquartier auf Jungle. Ich hatte mein Abschlussleben, glaube ich, wie ich gesehen habe, Blackbird, Chopper 1. Ich erreiche die auch alle, glaube ich, bloß einmal. Und mein Chopper und Hyde sind richtig gut abgegangen. Ich habe mit dem Hyde, glaube ich, 21 Kills gemacht, mit dem Chopper 16 hintereinander. Und das war abnormal, wie der abgegangen ist. Aber mein Problem war, ich bin danach genauso gespielt wie vorher. Ich habe keinen mehr gekillt gekriegt. Ich bin nur noch am Umfallen gewesen. Und das sind dann so eine Gründe, was soll ich sagen, ob es am Blickkopf geht, weiß ich nicht, aber es macht mir einfach keinen Spaß. Aber okay, es kann auch vielleicht daran liegen, dass es am Skill liegt, dass ich einfach zu schlecht bin, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, wie ihr langsam auch seht, das Gameplay geht jetzt noch circa 2 Minuten. Die 2 Minuten kriege ich jetzt irgendwie rum. Ich denke mal, ich werde doch gleich wieder anklopfen mit dem Thema, weil mich das echt mit den kleinen Kommentatorenhilfe, das beschäftigt mich irgendwie. Ich habe zum Beispiel Ewigkeiten lange nachgedacht drüber, was man dazu sagen könnte. Ich hoffe, ich habe es auch halbwegs geschafft und dass ich auch halbwegs vernünftig geklungen habe für euch. Ich werde es ja sehen, was ihr dazu sagt. Was mich halt, wie gesagt, kann ich es bloß immer wieder sagen, es kotzt mich, wie gesagt, irgendwo an, dass die Kleinen es echt verdammt schwer haben. Ich meine, Klack, sag ich schon. Ich fange jetzt immer mit Klackriss an. Ja, weil ich finde, von allen Kommentatoren macht er es für die Kleinen am besten. Das ist ganz ehrlich meine Meinung. Deswegen sage ich auch immer Klackriss als Beispiel, weil ich ihn echt gut finde für die kleinen Kommentatoren. Er lässt doch mal ein Abo da, gibt ab und zu mal ein Däumchen hoch, arbeitet mit den Kleinen zusammen, so hat jetzt zum Beispiel 6 Schützlinge zum Beispiel. Sowas finde ich alles viel besser, als wenn sie machen wir mit dem Schaufenster. Okay, das mit dem Schaufenster finde ich auch okay, gegensatz anderen Leuten gegenüber. Aber wie gesagt, von mir aus könnten sich da halt die großen Kommentatoren, aber ich sag mal ab 2000 zum Beispiel, dass sich da jeder mindestens einen Schützling sucht, den dann unterstützt und dann immer so weiter. So, denke ich mal, wird es auch eine große Familie draus. Wie sie ja mal sagen, ja, es soll eine große Familie sein. Ja, davon sehen die, ganz ehrlich, davon sehen die Kleinen gar nichts. Die Kleinen müssen, wie gesagt, zusehen, wie sie mit dem Arsch an der Wand kommen. Ich bin einer von den Kleinen und ich sage irgendwie meine Meinung dazu. Und deswegen habe ich das jetzt einmal alles erzählt, was mich da so ein bisschen stört, nervt, belastet, bla, und hast du nicht gesehen. Ja. Wie gesagt, ihr hört schon an meiner Sprachweise, dass mich das Thema echt ziemlich belastet hat, beziehungsweise gestört hat. Ich bereue es bloß, dass ich das nicht früher gemacht habe, vielleicht die Videoantwort, das auch mit dem Schützling, aber okay. Gut, das Gameplay neigt sich jetzt echt dem Ende. Ihr werdet gleich die Stats eingeblendet sehen. Und ich verabschiede mich schon mal langsam von euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Obi. Ich hoffe, ihr gebt mir noch einen Daumen hoch und kommentiert es. Danke. Ciao.